5, 4, 3, 2, 1, los. Vogel. Fast 100 Radfahrer haben in Göttingen schon am Vortag der Tour der Energie Rennluft geschnuppert. Sie alle nahmen am sehenswert Ölle Prolog-Zeitfahren mit Start in Roßdorf teil. Die schnellsten Beine hatte Kai-Henrik Günther, der mit seiner Zielzeit von 6 Minuten 16 die Konkurrenz klar auf Distanz hielt. Auf der 4,6 Kilometer langen Strecke herrschten andere Bedingungen als in den Vorjahren, wie der Sieger Kai-Henrik Günther berichtet. Es war 20 Grad wärmer als letztes Jahr, gefühlt zumindest. Letztes Jahr musste ich mich in Winterklamotten warm fahren. Dieses Jahr war es also extrem angenehm. Und wir hatten zumindest am Start, die lange Gerade nach dem Start, hatten wir auf jeden Fall Rückenwind. Und im letzten Drittel herrschte auch Rückenwind. Dazwischendrin habe ich das nicht so richtig gemerkt. Die Zielzeiten waren bei den meisten Teilnehmern dementsprechend schneller, weniger gefahrene Zeit als beispielsweise 2017. Was waren deine Zielsetzungen unterwegs und hast du sie erreicht? Meine Zielsetzungen waren, dass ich mich einfach gut fühle, dass ich mein Pacing gut hinbekomme. Das ist das, worauf ich mich beim Zeitfahren konzentriere. Dass ich gut pacen kann und dass ich dann nach hinten raus nochmal eine Schaufel nachlegen kann. Und das hat wunderbar geklappt, ehrlich gesagt. Du hast im Zeitfahren schon viele Siege eingefahren. Was würdest du sagen, macht deine Paradedisziplin aus? Das ist so ein Geschwindigkeitsrausch, eingebettet in Schmerz. Aber ja, das ist irgendwie ein ganz, also ich trete da so aus mir heraus. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, da wird man süchtig nach, ich zumindest. In der Frauenkonkurrenz war die Entscheidung knapper. Janine Wienke siegte mit ihrer Fahrzeit von 7 Minuten 36 mit 4 Sekunden Vorsprung auf die Göttingerin Jasmin Corso und durfte sich so das begehrte Prolog-Siegertrikot überstreifen. Der Kampf gegen die Uhr ist für viele Radfahrer reizvoll. Ganz unabhängig davon, wie die konkrete Zielsetzung, die Geschwindigkeit, die Materialausstattung oder auch das Alter aussieht. An ihrem ersten Radrennen überhaupt teilgenommen haben drei Schüler der BBS am Ritterplan Göttingen, namentlich Adrian, Jutta und Karina. Adrian, was war eure Motivation, beim sehenswert Ölle Prolog-Zeitfahren an den Start zu gehen? Ja, wir sind alle drei angehende Erzieher und als Pädagogen gehört es halt ein bisschen zu unserem Berufsbild, dass wir halt auch ein positives Bild von Bewegung haben und selber Spaß daran haben, uns zu bewegen, und deswegen haben wir uns halt einer neuen Herausforderung gestellt. Jutta, wie waren die Bedingungen auf der Strecke? Ja, die Strecke vom Roßdorf nach Sedmershausen waren sehr angenehm. Wie gesagt, wir sind alle drei Anfänger. Es gab leichte Steigungen und immer wieder Geraden. Unsere betreuende Lehrkraft, Rupert Helbig, war am Wegrand mit dabei, hat uns Tipps gegeben, runterschalten, hochschalten. Also ich kann es für jeden Anfänger empfehlen und freue mich aufs nächste Jahr. Was war die Zielsetzung, Karina, und habt ihr sie umsetzen können? Ja, wir haben drei gemeinsame Ziele verfolgt. Das wäre zum einen, dass wir in maximal 15 Minuten durchkommen. Zum anderen einfach mit Spaß und Freude dabei zu sein und einfach auch ein gemeinsames Gruppen- und Teamerlebnis zu haben, zu verfolgen. Ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß dabei. Es ist ein super schönes Event. Und ja, jederzeit gerne wieder.